So, da bin ich wieder. Heute ist der große Tag. Wir haben jetzt einen Großteil unserer Liechtenstein-Tour gefahren. Hier drin ist der Staffelstab, den ich jetzt noch bewachen muss, solange bis wir ihn nachher an die Schweizerinnen übergeben. Und insgesamt sind wir jetzt, ich habe durchgezählt, 23 Frauen. Vielleicht kommen noch ein paar dazu von den Schweizerinnen nachher, die auf den Weg gehen. Und ich muss allen sagen, super toll, klasse. Wie viele Frauen sind jetzt da rein aus Vorarlberg und Österreich? Vorarlberg, also drei mit mir, genau, ich wohne ja auch in Vorarlberg, so. Schweizerinnen sind, glaube ich, fünf im Moment da und dann haben wir die Colette, dann haben wir noch aus Deutschland, aus Allgäu jemanden. Ja, und die restlichen sind all den Weg über Österreich schon mitgefahren und begleiten uns heute noch. Ich bin Maggie aus Göfitz. Ich bin Gabi aus Dornbirn. Und wir zwei sind bei der Ladybiker. Und wir haben die Rallye zum Anlass genommen, Mitfahrer, Ladies und Damen kennenzulernen, Frauen und Mottler, die da mit um die Welt fahren. Den kleinen Tal in Liechtenstein sind wir jetzt mitgefahren. Und wir nehmen so zum Anlass, zum wirklich Werbung machen für den Ladybiker Bazaar, der in einer Woche stattfindet. Ich bin die Claudia Fehrer. Ich komme aus Nürnberg in Deutschland und habe die Ehre, für Liechtenstein den Ambassador, Botschafter für das WRWR, Women Riders World Relay 2019, einen Frauenmotorrad-Staffellauf um die ganze Welt mitzugestalten. Wir haben uns hier in Vaduz verabredet für die Übergabe vom Team Österreich nunmehr über Liechtenstein an das Team Schweiz zu übergeben. Wir haben einen sogenannten Batten. Das ist ein Staffelstab, der durch die Länder wandert und wir haben bereits inzwischen 20 Länder durchquert. Die gesamte Aktion startete am 26. Februar in Schottland. Unser Gedankengang ist, dass wir zeigen möchten, es gibt viele von uns auf der ganzen Welt Frauen, die Motorrad fahren. Wir sind in der Motorradindustrie noch etwas unterpräsentiert und wir wollen das ändern. Zusammen sind wir stark. Wir sind 80 Länder weltweit, die an diesem Motorradstaffellauf teilnehmen und etwa 16.000 bis 17.000 Frauen und täglich werden es mehr. Wie viele Frauen sind jetzt heute hier von Österreich, Liechtenstein und Schweiz? Insgesamt sind wir etwa 30 Frauen, die sich heute zusammengefunden haben an diesem wunderschönen Tag in Vaduz. Es ist mir eine große Ehre, dabei zu sein. Wie genau wird jetzt die Übergabe des Staffelstabs oder Batons ablaufen nachher? Wir werden uns zusammenfinden, alle Frauen, die diese Tour heute mit begleiten. Wir werden die drei Länder vereinen und dann werden wir den Button, der ist in einem besonderen Behältnis untergebracht, öffnen. Wir werden den Staffelstab herausnehmen. Wir werden alle bitten, dort auf dem Papier zu unterschreiben. Jedes Land ist dort mit ihren Vertreterinnen durch Unterschrift bestätigt. Und anschließend wird dieser Staffelstab an die weiterführende Nation, die WRWR Team Schweiz, übergeben offiziell. Colette ist eine Vertreterin, ist eine originale Australierin, die sich entschlossen hat, zwei Wochen vor Beginn der Gesamtrallye im Februar die gesamte Rallye komplett zu begleiten. Das heißt, sie wird mit allen Mädels zusammen einmal die Welt umfahren. Hi, I'm Colette from Australia. I saw WRWR Relay on the internet and I decided that I was just going to ride South Africa and Australia. Then I thought maybe I'll just come and join them when they started. And the very next thing I just decided, what the hell, I'll keep riding until I run out of money. It's fantastic. The ambassadors have been fantastic. The girls have been fantastic around the world, even the ones I haven't met yet. They've really made this such an easy way to go around the world and a safe way for a woman to travel. And I just want to say thank you to all of you guys, because even if it's just that smile or that wave or that hi. Great to have you. There you go. Man, so, she's an amazing lady. Thank you to all of you out there and for helping me and also just for helping each other. It's just been fantastic to watch all the girls help each other through this.